Hallo, willkommen zurück bei einem neuen Video. Ich wollte heute mal mit euch darüber sprechen, wie ihr am besten Geld ansparen könnt für eure nächste Reise. Ich habe relativ oft so ein paar Fragen dazu bekommen jetzt mittlerweile. Wie kann man denn so viel reisen? Woher kommt das ganze Geld? Wie kann ich mir das ansparen? Und ich wollte euch jetzt einfach mal ein paar Tipps geben, wie ihr das am besten planen könnt, dass ihr vielleicht das Budget für eure nächste Reise zusammenbekommt und wie ihr vielleicht für die nächste Reise auch hier und da ein bisschen Geld sparen könnt, dass es vielleicht nicht ganz so teuer wird, wie man es vielleicht normalerweise denken würde. Kommen wir erstmal zu den Grundlagen der Budgetplanung. Und zwar geht es eigentlich erstmal darum, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ihr müsst so und so viel Geld verdienen, um so und so viel anzusparen, sondern jeder hat sein eigenes Einkommen, manche haben festes Gehalt, manche sind Studenten, manche kriegen nur ein Taschengeld. Und da ist es natürlich schwierig jetzt zu sagen, ihr müsst das und das tun, um so und so viel Geld anzusparen. Auf jeden Fall gibt es aber so eine Grundlage, die ihr machen könnt und die funktioniert überall. Und es ist eigentlich total basic. Legt euch einfach eine Excel-Datei an. Für die, die kein Excel haben, ihr könnt auch irgendwie Google-Tabellen nutzen oder was auch immer. Legt euch eine Tabelle an und tragt alle eure Einkünfte ein, die ihr habt, also zum Beispiel euer Gehalt, euer Taschengeld, eure Nebeneinkünfte vom Nebenjob, BAföG, was auch immer ihr habt, tragt es euch ein. Dann macht ihr euch eine zweite Tabelle mit den Ausgaben, die ihr habt, also quasi eure Miete, Handyvertrag, was auch immer ihr an Ausgaben habt, falls ihr noch gar nicht ausgezogen seid, habt ihr ja nicht so viel an Ausgaben, aber das tragt ihr einfach mal alles ein, was ihr so im Monat ausgebt, fest, was ihr wisst. Als drittes macht ihr euch nochmal eine kleine Tabelle zum Sparen, also da gebt ihr quasi alles ein, was ihr sparen möchtet, beziehungsweise euer Sparbetrag ist. Wenn der jetzt noch 0 ist, ist erstmal egal. Und dann macht ihr euch eine vierte Tabelle oder eine Zeile, wo ihr einfach nur eintragt, was sind meine Einnahmen minus Ausgaben. So, dann seht ihr, ihr habt im Monat, was weiß ich, 500 Euro übrig, die euch übrig bleiben. So, von diesen 500 Euro könnt ihr jetzt gucken, okay, wie viel davon möchte ich sparen? Also ihr habt ja eure Spartabelle bzw. eure Sparzeile. Da könnt ihr jetzt gucken, okay, ich nehme jetzt irgendwie 50 Euro, sage ich mal, die ich jetzt sparen möchte jeden Monat weg. Dann habt ihr noch 450 Euro übrig für allen restlichen Zeug, was ihr vielleicht noch so ausgebt. Und dann habt ihr quasi euren Sparbetrag, diese 50 Euro für eure Reiseplanung. So, was ihr dann machen müsst, ist, ihr guckt, okay, zu welchem Zeitpunkt möchte ich verreisen? Also sagen wir, ich möchte jetzt in einem Jahr verreisen oder in zwei, dann sind es jetzt vielleicht 24 Monate bis dahin oder vielleicht, sagen wir mal, 12 Monate bis nächsten Sommer. Dann wisst ihr, okay, mein Sparbetrag, den ich habe, sagen wir, die 50 Euro mal 12 sind jetzt gerade mal 600 Euro. Wo kann ich für 600 Euro hinreisen? Da muss man natürlich gucken, dass der Sparbetrag und das Reiseziel sich irgendwie decken. Ihr könnt jetzt keine Luxusreisen machen für 600 Euro, das ist vollkommen klar. Aber man muss natürlich irgendwie schauen, dass es halt passt mit dem, was man hat. Was ihr natürlich machen könnt, ist, ihr gebt dann quasi die Anzahl der Monate ein, also 12 Monate, habt dann quasi eure 600 Euro, die ihr braucht. Was ihr dann macht, ist quasi die Reisekosten einzugeben, also Reisekosten sind, sag ich mal, 800 Euro für die Reise, die ihr geplant habt nächstes Jahr. Ihr seht, ihr habt nur einen Sparbetrag von 600 Euro in den 12 Monaten, den ihr ansparen könnt, bleibt eine 200 Euro Differenz und dann geht es eigentlich los zu gucken, okay, was könnt ihr an euren Ausgaben weglassen und eigentlich geht es dann darum, sich ein bisschen zu minimalisieren und zu schauen, okay, was brauche ich eigentlich wirklich? Oder kann ich irgendwo noch Geld dazu verdienen, damit ich es vielleicht schneller aufwerten kann und schneller an mein Reisebudget komme? Da müsst ihr natürlich gucken jetzt für euch selbst, okay, worauf könnt ihr verzichten? Könnt ihr euren Handyvertrag vielleicht umändern zu einem festen Vertrag, wo ihr jeden Monat kündigen könnt, der vielleicht günstiger ist? Oder eure Ausgaben für Klamotten vielleicht senken? Oder könnt ihr Nahrungsmittel irgendwie senken? Oder habt ihr sonstige Dinge, die ihr vielleicht ausgebt ständig, die aber euch eigentlich gar nicht wirklich weiterbringen, beziehungsweise eigentlich gar nicht so wirklich vielleicht glücklich machen, außer für den Moment, wo ihr es gekauft habt? Guckt einfach vielleicht mal bei euch selbst, was ihr vielleicht eigentlich gar nicht braucht und wo ihr da vielleicht Einsparungen machen könnt bei den Ausgaben. Es geht recht einfach, wenn man es mal aufgelistet hat, dann sieht man erstmal, okay, wofür man gibt man eigentlich alles aus. Braucht man Netflix wirklich oder irgendwelche anderen Dinge? Kann man das mal weglassen? Kann man das pausieren? Ist das möglich? Dann spart ihr hier und da immer ein paar Euro und am Ende habt ihr mehr zum Sparen und dann kommt ihr schneller an eure Reise, weil meiner Meinung nach sind Erfahrungen, die man bei einer Reise sammelt, natürlich mehr wert als jetzt mein Netflix-Account. Da muss aber jeder für sich selbst gucken. Das funktioniert an sich für alle möglichen Sparsysteme. Ist eigentlich auch recht gut, um selbst mal sein eigenes Budget zu planen. Nicht nur zur Reiseplanung. Relativ simpel eigentlich. Was ihr dann natürlich machen könnt, um Geld bei der Reise zu sparen oder vielleicht auch schon während ihr die plant, zu sehen, okay, da und da kann ich vielleicht was sparen, gebe ich euch noch ein paar Tipps mit. Tipp Nummer 1 wäre bei der Unterkunft. Möchtet ihr in einem Hotel schlafen, was irgendwie 4-5 Sterne hat oder reicht euch auch ein Hostel oder habt ihr die Möglichkeit, irgendwo Couch zu surfen, wo ihr meistens umsonst schlafen könnt oder könnt ihr irgendwo ein House-Sitting machen? Es gibt meistens in Australien oder in Kanada oder in den USA die Möglichkeit, House-Sitting zu machen. Das heißt, ihr wohnt einfach in dem Haus von den Leuten, während die nicht da sind und passt dann da aufs Grundstück auf oder auf die Hunde oder Katzen, was auch immer die haben. Dafür gibt es Webseiten, da könnt ihr einfach mal googeln danach. Ihr könnt dann halt kostenlos dort wohnen. Das ist natürlich super praktisch, wenn ihr an einem Ort bleibt und den da vielleicht erkunden wollt. Die zweite Möglichkeit sind natürlich Hostels. Die sind super günstig und nicht so teuer wie Hotels. Da müsst ihr natürlich gucken, dass ihr dann mit mehreren Leuten in einem Raum möglicherweise schlaft oder so, falls es für euch okay ist. Oder ihr habt
im Bestfall Freunde vor Ort. Also hättet ihr schon Freunde irgendwo in einem Land, dann fliegt einfach zu denen. Das spart ihr natürlich sowieso Unterkünfte. Oder ihr guckt mal bei Airbnb, falls ihr recht früh genug buchen wollt, dann sind die Preise eigentlich noch recht günstig, weil die meisten Wohnungen genau nicht vergeben sind. Und meistens ist es auch günstiger als ein Hotel, je nachdem, wo ihr hinfliegt. Und ihr habt natürlich mehr Freiheiten, weil ihr wohnt dann quasi allein. Ihr könnt dort kochen, was auch immer, was jetzt im Hotel nicht unbedingt möglich ist. Falls ihr Airbnb machen möchtet, könnt ihr auch unten mal in der Beschreibung gucken. Da ist ein Link dazu, da kriegt ihr auch Startguthaben, falls ihr darüber euch anmeldet. Tipp Nummer 2 wäre, ihr müsst natürlich schauen, wo möchtet ihr genau hin? Also seid ihr in so einer total Touristengegend oder seid ihr ein bisschen abseits? Falls ihr eine Unterkunft haben möchtet, die weiter abseits ist, spart ihr natürlich Geld. Meistens ist auch das Essen in der Gegend günstiger, wenn ihr mehr bei den Locals wohnt und nicht unbedingt in so einem Hotspot von Touristen seid. Da müsst ihr natürlich gucken, dass ihr dann nicht zu lange zu den ganzen Orten fahrt, wo ihr vielleicht hin möchtet. Meistens ist es sogar besser, bei den Locals zu wohnen, weil man dann auch noch ein bisschen mehr das Feeling bekommt, wie wohnen die eigentlich, wie leben die, wie ist es eigentlich so wirklich in dem Land, als jetzt in dieser hochgezüchteten Touristengegend, wo natürlich alles super fancy ist. Kann ich euch nur empfehlen, was natürlich auch funktioniert ist, dass ihr nur die ersten paar Tage bucht, je nachdem, wie lange ihr verreisen möchtet und dann vor Ort einfach nach Unterkünften sucht, weil das meistens nochmal günstiger ist, wo ihr dann auch Servicegebühren und so spart, die ihr jetzt online bei der Buchung vielleicht noch bezahlt. Da könnt ihr einfach mal gucken, wie es für euch am besten ist. Tipp Nummer 3 ist natürlich so einer der größten Kosten, die man beim Reisen hat. Das sind natürlich die Flugkosten, je nachdem, wo es hingehen soll oder halt auch die Fahrtkosten dorthin. Da kann man natürlich gucken, also falls es jetzt nicht so weit weg ist, kann man natürlich gucken, ob es jetzt mit Flixbus zum Beispiel funktioniert oder ist es mit der Bahn günstiger oder falls es weiter weg geht beim Flugzeug, müsst ihr natürlich rechtzeitig buchen. Fangen wir erstmal an mit den Fahrten, die nicht ganz so weit sind. Also ihr könnt natürlich mit dem Flixbus fahren, das ist recht günstig. Oder ihr guckt mal bei BlaBlaCar, da könnt ihr bei anderen Leuten mitfahren, super günstig. Und könnt dann relativ für kürzere Strecken, wenn ihr jetzt in Deutschland bleibt oder irgendwie an der Grenze unten zu Österreich oder sowas oder Schweiz, günstig dahin kommen. Bei Flixbus fährt sogar, glaube ich, noch ein bisschen weiter darüber hinaus, nach Amsterdam und sowas, da könnt ihr auch mal gucken. Ist auch super günstig für 25 Euro nach Amsterdam zu fahren, je nachdem von wo ihr seid. Grundsätzlich, falls ihr dann einen Flug braucht, falls es weiter weg geht, könnt ihr natürlich online vergleichen. Da gibt es ja zig Seiten, also Skyscanner, Momondo oder Google Flights. Da würde ich einfach mal gucken und auch rechtzeitig vor allen Dingen gucken, ob zu den Zeiten, wo ihr dann quasi euren Urlaub machen möchtet, dann natürlich schon Flüge da sind. Und da gibt es noch so einen kleinen Tipp, den ich euch geben kann. Schaut einfach mal in Google nach Error Fares, quasi Flüge, die falsch verbucht wurden, beziehungsweise die gebucht wurden, aber dann storniert wurden und dann sind die irgendwie frei und irgendwo war ein Fehler im System und sowas halt. Das sind so quasi Error Fares und da gibt es ein paar Seiten, die haben sich darauf spezialisiert, wo man die findet. Ich kann euch da auf jeden Fall eine Seite empfehlen, die heißt flynews.com. Ist auch unten verlinkt alles, könnt ihr einfach dann draufklicken. Und da gibt es ganz viele Postings immer zu irgendwelchen Flug-Error-Fares. Falls ihr dann gerade zufällig zu dem Land hinfliegen möchtet, wo die Error-Fare verfügbar ist und zu dem Zeitpunkt vielleicht auch, dann könnt ihr das natürlich buchen, wenn ihr Glück habt. Da muss man ein bisschen gucken, weil manchmal werden die Flüge auch wieder gecancelt von den Fluglinien. Das ist ein bisschen Glück, aber man kann teilweise echt günstig fliegen. Also mit ganz viel Glück und wenn man es richtig gut hat, fliegt man für 20 Euro einmal nach New York oder sowas. Das ist natürlich sehr viel an Kostenersparnis. Dann könnt ihr natürlich noch Geld sparen vor Ort. Also falls ihr vor Ort irgendwie ein Fahrzeug braucht oder irgendwie durch die Gegend kommen müsst, könnt ihr natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Die sind meistens günstiger, als irgendwie mit dem Taxi zu fahren. Je nach Land würde ich auch schauen, ob ihr da Uber nutzen könnt. Uber ist meistens recht günstig und vor allen Dingen transparenter als ein Taxifahrer, weil ihr die Kosten direkt auf dem Handy habt und direkt bezahlen könnt. Manchmal gibt es in manchen Ländern auch total viele Special Events, wo ihr dann teilweise super viele Rabattcodes bekommt und fast umsonst fahrt. Oder schaut, ob das vielleicht für euch günstiger ist, falls ihr einen Roadtrip plant, natürlich ein Fahrzeug zu buchen. Kommen wir mal zum nächsten Tipp. Und zwar geht es natürlich ums Essen. Ihr müsst ja vor Ort auch irgendwie versorgt werden und da gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten, je nachdem, wo ihr hinfliegt. Also einmal könnt ihr natürlich gucken, dass ihr nicht in den Touristengegenden essen geht. Also geht da schauen, wo die Locals essen gehen und geht einfach dahin, weil meistens ist es da günstiger als jetzt bei den Touristenläden und Restaurants etc. Ihr müsst natürlich gucken, was ihr esst und worauf ihr Lust habt. Da kann ich jetzt nichts sagen dazu, aber schaut trotzdem einfach, dass ihr bei den Locals vielleicht essen geht. Manchmal gibt es je nach Land auch Food Markets, die sind auch super günstig, da könnt ihr echt gut essen vor allen Dingen und ihr spart einen Haufen Geld, als wenn ihr jetzt irgendwo in so einem Burgerladen essen geht auf der Touri-Meile. Je nachdem, was ihr für einen Urlaub macht, falls ihr im Hotel seid oder per Airbnb gebucht habt oder einen Campingurlaub macht oder was auch immer. Je nachdem, ob ihr die Möglichkeit habt, selbst zu kochen, würde ich das auch natürlich empfehlen. Dann geht einfach ganz normal dort einkaufen, kocht euch selbst was. Damit könnt ihr euch auch Verpflegung dann für den Tag machen, falls ihr unterwegs seid. Und ihr spart dann natürlich auch ein Geld für den Urlaub, weil ihr könnt das Essen einfach selber machen. Das war es eigentlich auch schon an Tipps. Also macht euch einfach mal einen Plan. Was habt ihr an Einkünften? Was habt ihr an Ausgaben? Was wollt ihr sparen pro Monat? Wann startet die Reise und wie viele Monate habt ihr Zeit bis dahin, um dann zu sehen,
sehen, okay, wie viel könnt ihr eigentlich sparen und was für eine Reise ist eigentlich möglich. Danach guckt, okay, worauf könnt ihr verzichten, falls ihr nicht so viel sparen könnt, was könnt ihr weglassen, und dann guckt einfach, dass ihr eine gute Sparsumme zusammenbekommt für eure nächste Reise. Dann guckt als nächstes, wie ihr natürlich wohnen möchtet dann vor Ort in dem Land. Guckt, wie ihr da hinkommt und wo ihr am besten essen geht. Das sind natürlich relativ einfache Tipps und ihr könnt einen Haufen Geld damit sparen vor Ort für eure Reise. Man muss natürlich ein bisschen mehr Planung reinstecken, aber ich hoffe, falls ihr genug Zeit habt dafür, dass ihr dann für die nächste Reise ein bisschen mehr Geld habt und da auch einen coolen Urlaub habt und einen coolen Trip habt. Falls ihr Fragen habt oder vielleicht selber noch Tipps habt, wie man Geld sparen kann beim Reisen, schreibt einfach mal unten in die Kommentare rein. Ich würde mich da sehr darüber freuen, weil das hilft dann allen anderen weiter und mir hilft es vielleicht auch weiter, falls ihr einen coolen Tipp habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es wird vielleicht den einem oder anderen was helfen, und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video, nächsten Sonntag. Bis dann!